zusammen. Ich filme direkt mal weiter. Ich bin gerade am Mittagessen kochen. Es gibt Erbsen, Schnitzel und ich mache jetzt noch Kartoffeln und eine Soße und Fleisch brate ich noch. Nichts Besonderes. Ja, das habe ich gestern Abend gemacht. Da sind gerade Erbsen. Ja, hi, ne? Hallo, Schatz. Poffel. Was sind denn Poffel, Schatz? Sag mal den Leuten, was Poffel sind. Das sind Pantoffeln, ne? Deine Pantoffel. Und da sind Einhörner drauf. Und die hast du von der Bibi gekriegt. Da warst du... da warst du, ich glaube, 10 Monate alt. Ne? Die Poffel. Sie hat mir gerade gesagt, sie will die Poffel anziehen. Wir haben auch Partner. Also, guck mal, Mama hat auch Pantoffel an. Und auch Einhörner. Kann man sehen, dass wir Mama und Tochter sind, ne? Na, guck, Mama hat die auch. Mit schönen Socken sogar drüber. Geben die ein Küsschen? Geben die Pantoffel sich... geben die Pantoffel sich ein Küsschen? Die Einhorn-Pantoffel? Hm? Aua, die auf mein Gesicht treten. Julie hat Fieber vom Zahn und deswegen ist sie heute zu Hause. Ja, du willst essen, du hast Hunger, ne? Bist gerade wach geworden. Essen und heiser bist du auch. Na? Noch was? Was? Julie, wo ist denn die Maus? Wo ist die Maus? Was ist die Maus? Die hier. Wo ist die Maus? Da! Ist die Mini-Maus, ne? Schön ist die, ne? Mimi. Mimi-Maus. Oh, wer kommt denn da? Madame im Bademantel? Du siehst aus wie Yoda. Ich würde dich gerne jetzt komplett zeigen. Oh, hier sind Schafe drauf, ne? Guck mal. Julie, da sind auch Schafe. Meh. Guck mal, Schafe. Den habe ich von Trixie Baby zugeschickt bekommen. Die habe ich auf der Kind- und Jugendmesse kennengelernt. Das ist ein unglaublich süßer Shop. Also wirklich unglaublich süß. Die haben auch so Designklamotten. Julie ist aus ihrem Bademantel rausgewachsen. Und das ist hier so ein richtiger. Also nicht so ein, nicht nur flauschig, sondern auch einer, der auch wirklich sich hinsetzen. Einer, der auch richtig dick ist. Der ist jetzt für Kinder ab 2 Jahre, der ist ja natürlich viel zu groß, aber zum Chillen kann sie den ja trotzdem anziehen. Warte, willst du abmachen? Ab! Ab! Schick, schick ist er, ne? Du willst das hier aufmachen? So. So? Besser? Der auch. Das auch? Den Knoten auch noch auf, aber dann geht doch der Bademantel auf, wenn wir die Schleife aufmachen. Dann passt der dir ja gar nicht. Gar nicht. Steh mal auf. Okay, Baby wollte ihn nicht anbehalten. Hier seht ihr den mal von innen. Der hat von innen so ein Frotte wie so ein Handtuch. Ist ja klar, ist auch eigentlich der Sinn vom Bademantel, ne? Dass man den anzieht, wenn die Kinder aus dem Wasser kommen oder aus der Dusche oder so, ne? Und der hat hier vorne noch so Druckknöpfe und hier noch Taschen und zum Zubinden. Klar, der ist ja noch viel zu groß, ne? Aber wächst sie rein. Und zum Chillen. Ich meine, sie muss sich noch dran gewöhnen. Der ist relativ schwer, der Mantel. Aber schön ist er. Ich verlinke euch den mal unten. Guckt euch auch mal auf dem Shop um. Ich habe noch 2 andere Sachen geschickt bekommen. Ich guck mal gleich, ob ich euch die auch noch zeige. Julie, hast du Apfel? Hast du Apfelchips? Hm? Und teilst wieder brüderlich mit Monty, der die Apfelchips ja gar nicht mag. Aber schön, dass du teilen möchtest. Das ist lieb von dir. Schatzi, der Monty mag die nicht. Der mag Katzenfutter. Nicht auskippen. So, dann nimm dir einen raus. Eins. Einen rausnehmen. Übung macht den Meister, ne? Hier sind so diese Apfelchips von DM. Ist im Prinzip ja genau das gleiche wie ist Apfel, nur halt getrocknet. Aber andere Konsistenz, bisschen anderer Geschmack, saurer sind sie. Und dann ist das ja schon so ein bisschen Chips-ähnlich, sag ich aber, ne? Weil Kartoffelchips kriegt davon mir nicht, also zumindest nicht die, die ich esse. Hi, are you free? Just want to hear your voice for a minute.
Yeah, I thought so. It's okay, you're working. Warum ich jetzt gerade die Wäsche in der Küche mache? Ich weiß es nicht. Weil der Teppich hier so schön flauschig ist, darum. Wer futtert hier gerade eine Wurst? So eine Wurst? Mmh, Würstchen, ne? Weil du auch eine kleine Wurst bist. Deswegen. Und Monty ist hier voll am Abdancen. Monty, wo ist die Maus? Oh, wo ist die Maus? Da ist ein kleiner Schatz. Ich finde das immer so süß. Boah, ja. Hui. Der rennt da manchmal auch mit der Maus im Mund durch die Gegend und versteckt die dann irgendwo so unterm Kissen oder so, so wie sein Schatz. Oh, na, lässt du wohl. Juli, ist das schön, das Lied? Mama findet das Lied ganz toll. Wir gehen jetzt nach draußen. Gleich geht mein Video online mit der Verlosung. Achtung, jetzt kommt die Überleitung des Todes. Ihr könnt heute 3 Tuben von Paidi Protect von der Wind- und Wettercreme gewinnen. Von der neuen Rezeptur natürlich. Versteht sich, ne? So, lasst ihr bitte einen Kommentar unten unter dem Video und schreibt einfach, ich möchte gerne die Wind- und Wettercreme gewinnen. Dann können 3 Stück von euch gewinnen, jeweils eine Tube. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klar war in dem Satz, den ich gesagt habe. Die werden wir jetzt drauf machen, weil es ist schweinekalt draußen. Also, es ist nicht mehr am Regnen und es hat auch... Ist auch kein Schnee liegen geblieben, es ist schweinekalt. Ich werde euch auch unten nochmal meinen Rabattcode verlinken. Der lohnt sich immer noch. Ihr kriegt 10% Rabatt auf euren kompletten Einkauf. Und wenn ihr mit mehreren Leuten bestellt, weil ihr vielleicht Freundinnen habt, die auch Kinder haben und ihr sagt, hey, lasst uns da zusammen bestellen, wenn ihr da meinen Rabattcode von 10% benutzt, lohnt sich das. Ich packe euch das mal unten rein. Ist auch Creme? So, und jetzt aber ins Gesicht, nicht auf die Leggings. Ins Gesicht. Genau. Mensch, das machst du toll. Da, Isa, mein neuer Vlog. Vor 5 Minuten. Ah. Ob es gemacht wurde, ob da schlampig versendet. Schlampig versendet, ja. Das ist aber angekommen heute. Alles gut, alles wieder gut. Gucken, gibt's schon Kommentare? Nein, noch keiner. Viel Spaß. Wir gehen jetzt raus. Ziehst du dich schon an? Tust du nur so? Aber du hast doch schon deinen Schal um deine Mütze auf. Doch, du ziehst dich doch gerade an, ich sehe das doch. Gerade an, ich sehe das doch. Schuhe auch? Ach, du machst das alles alleine, ne? Ja. Aber du brauchst die Mama gar nicht. Die Mama ist vollkommen nutzlos. Ja. Ah, Schatten. Du machst das alleine, ne? Aber bei der Hose darf ich dir noch helfen, ja? Anziehen. Anziehen, ja. Mach mal. Ja, anziehen. Ja, ich helfe dir, warte. Frau Kanalarbeiterin. Gehst du deine Jacke holen? Ja. Holst du die? Ja. Oh, das sieht so geil aus. Als wenn sie gleich in den Kanal runtersteigt und da sauber macht. Ja, hol mal die Jacke, hol die mal her. Ja. Ach, guck mal, das schaffst du doch, siehst du? Ja. Ja, komm mit, wir ziehen die an. Oh, ist auch schwer, ne? Schwer? Schwer ist das, ich weiß. Komm, ich helfe dir, Schatz. Ja. Zack, da, Mama. Ja. Da, bitteschön. Komm mal raus. Gehen wir jetzt Kaylee abholen? Ja. Mal Kaylee, willst du die mal rufen? Weißt du schon, wo die wohnt? Ja. Ja, weißt du? Okay, dann geh mal dahin. Ich komme hinterher. Okay. Zu Kaylee? Müssen wir da mal hingehen, ne? Guck mal. Da wohnt die. Muss mal klopfen. Oh. Kuckuck. Na? Da ist sie ja. Du bist ja süß mit deiner Buchse. Das ist Julie, der Kanalarbeiter. Ey, komm mal raus. Wir gehen noch mal draußen jetzt. Hallo Schatz, gehst du spazieren? War schon schnell dunkel geworden, ne? Oh. Ist da eine Laterne, ne? Sieht voll creepy aus. Hier kannst du laufen, Schatz. Komm.
Wow, guck mal, der Wasserturm, der leuchtet aber, ne? Noch mehr. Noch mehr? Willst du noch weiterlaufen? Und da? Wow. 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 Das ist ja toll, ne? Es leuchtet alles, ne? Das ist aber schön, ne? Noch mehr? Voll ehrfürchtig. Noch mehr? Ja, geh, lauf. Geh gucken. Hallo, wir sind jetzt gerade wieder rein. Julie ist gerade Schlafanzug angezogen. Wir haben schon 7:30. Wir waren jetzt bestimmt 2 Stunden unterwegs. Ja, wir werden jetzt Abendessen machen. Julie ist auch matschig. Wir waren, habt ihr gesehen, im Park spazieren. Und sind dann noch gelaufen und sind dann noch kurz bei Rossmann gewesen, weil Kelly was einkaufen musste. Dann fies angefangen zu fisseln. Das war richtig eklig. Und ich mache jetzt Abendessen. Oh, Julie, da hast du deinen Stern, ne? Den hat der Nikolaus gebracht, ne? Oh, zeig mal. Wow. Komm, wir gehen mal ins Kinderzimmer und machen dunkel. Komm mal mit. Wow. Wow, der... Ja, guck mal. Guck mal. Ja, der Stern, ne? Oh, jetzt guck mal, jetzt ist er blau. Oh, wow. Wow. So, ich werde jetzt mal gucken, dass ich die Küche aufgebaut bekomme. Und die dann mit Bettlaken, wenn ich sie dann aufbekomme, und die dann mit Bettlaken abhänge und schon mal in die Küche stelle, dass ich das jetzt die nächsten Tage nicht mehr machen muss, dass ich das fertig habe. Gucken, ob ich das schaffe. Ich hoffe, da muss man jetzt nicht nageln oder so, sondern nur schrauben. Mal gucken. So, wir haben es jetzt 11:40. Julie ist vor einer 30 Minuten erst so wirklich eingeschlafen, hoffe ich zumindestens. So 20, 30 Minuten nachdem ich sie ins Bett gebracht hatte, hat das halt angefangen, dass sie halt die ganze Zeit wieder geschrien hat und geschrien hat und geschrien hat und geschrien hat. Ich habe dann irgendwann mal vermutet, dass es halt Zahnschmerzen sind, weil sie einen Zahn bekommt, hat sowas von mir dagegen bekommen, hat aber danach dann echt nicht aufgehört, 2 Stunden noch weiter geschrien und wach und unruhig, Zähne halt, ne. Ich hoffe, dass sie dann jetzt schläft. Ich hatte, nachdem ich sie ins Bett gebracht hatte, angefangen halt die Küche aufzubauen und das hat sich jetzt halt mit Unterbrechungen halt immer und dann auch unkonzentriert und Fehler machen und alles nur auseinanderschrauben. Ja, bin ich dann jetzt fertig mit der Küche, mit dem Fazit. Eine Schraube fehlt. Einige Sachen sind schief. Und ich habe hier so ein Ding über. Ich weiß nicht, wo das hinkommt. Aber sieht nicht wichtig aus. Zeige ich euch die mal. So, da haben wir das gute Stück. Hier ist ein bisschen schlampig gearbeitet worden. Das ist ein bisschen wackelig. Hier sind noch Aufhänger. Hier ist der kleine Ofen. Mit Magnet. Das Ding hier ist auch ein bisschen super dünn, aber gut. Hier dran wird sie sehr viel Spaß haben. Das klickt nämlich. Dann haben wir das Ceranfeld. Da habe ich jetzt noch keine Batterien reingepackt. Wenn man hier dann drauf drückt, dann geht dann halt Licht an. Dunstab zu sauber hier zu machen. Kann ja nicht sein. Dann haben wir hier die Uhr und hier noch so ein. Da kommt, glaube ich, eh noch nicht dran. Ja, hier fehlt halt eine von den Schrauben. Und hier haben wir noch so ein kleines Regal. Jo. Im Großen und Ganzen finde ich die sehr, sehr süß, die Küche. Oh nein, ich bin kein großer Fan von der IKEA-Küche. Ich weiß, die kann man wunderschön gestalten. Das ist aber dann auch teuer und braucht ganz viel Zeit und ganz viel Ruhe, die ich nicht habe. Hier ist jetzt die Küche, da lege ich jetzt gleich einen Bettlaken drüber und stelle die irgendwo hin. Versteck die quasi, dass sie die nicht sieht. So. Tada! Geheimversteck. Noch geht das. Nächstes Jahr wird sie checken, was das heißt. Hier sind versteckte Sachen, da wird sie da drunter lünkern. Noch geht's. Jetzt auch kurz nach 12, mein Typ wird verlangt. Deswegen beende ich jetzt hier den Vlog und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao!